Mit großem technischen und finanziellen Aufwand sucht man Kontakt herzustellen zu fremden außerirdischen Lebensformen im Universum. Die Wissenschaftler horchen und warten und sie fragen sich, ob jemand auf einem anderen Planeten ebenfalls horcht und wartet. Ja, die Menschheit wartet auf eine Botschaft von jemandem aus dem Weltall, der uns sagt, ihr seid nicht allein. Wenn wir eine solche Botschaft erhalten würden, würde das unser Leben ändern? Guten Tag, liebe Zuseher. Die ungeheure Größe des Universums übersteigt unsere Vorstellungskraft. Wir wissen, dass die Erde nur ein Planet ist, der um einen Stern mittlerer Größe in der Milchstraße kreist. In dieser einen Galaxis gibt es rund 100 Milliarden anderer Sterne. Darüber hinaus gibt es etwa 100 Milliarden anderer Galaxien, die ebenfalls je 100 Milliarden Sternen haben. Bei ihrer ständigen Beobachtung des Weltraums entdecken die Astronomen und Physiker Anzeichen für Harmonie und Planung. Ein Universum, das Gesetzen gehorcht und von Gesetzen gesteuert wird. Auch wenn die Astronomen und Weltraumforscher es noch nicht begreifen, so haben doch viele das Gefühl, dass das Universum von einer intelligenten Macht geplant und gesteuert wird und dass es ein Ergebnis von intelligenter Planung ist. Wenn Wissenschaftler nach Leben im Universum suchen, dann haben sie gewöhnlich eine Lebensform im Auge, mit der wir Menschen vertraut sind. Aber wie wäre es, wenn es dort draußen im Weltall eine andere Art von Intelligenz gäbe, deren Überleben nicht von einer physischen Umgebung abhängig ist? Könnte es also eine Lebensform geben, die nicht physisch ist, deren Existenz daher nicht von der physischen Schöpfung abhängt? Ja, es gibt Leben im Universum, das aber eine andere Beschaffenheit hat als wir. Und das lesen wir in Johannes 4 und in Vers 24. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Ja, die Bibel sagt uns, dass Gott solches Leben hat. Die Bibel sagt uns auch, dass Gott Geist ist, der keine physischen Dinge wie Nahrung, Wasser und Luft zum Leben braucht. Ja, wir können dieses intelligente Wesen auch hier auf Erden erkennen. Und das lesen wir in Römer 1, die Verse 19 bis 20. Denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbar. Denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus seinen Werken, wenn man sie wahrnimmt, sodass sie keine Entschuldigung haben. Die Erkenntnis der harmonischen Zusammenwirkung der physischen Dinge, sowohl auf der Erde als auch im Weltraum, kann uns also helfen, die geistlichen Dinge zu verstehen, die wir normalerweise mit unseren fünf Sinnen nicht erfassen können.
Ja, es gibt Leben im Universum. Und dieses intelligente Leben ist an uns Menschen interessiert und möchte mit uns Kontakt haben. Wenn Sie mehr wissen wollen, ob es tatsächlich Leben im Universum gibt, dann können Sie unsere kostenlose Broschüre "Gibt es einen Gott?" bestellen. Oder Sie können sich diese Broschüre auch auf unserer Webseite herunterladen. Auch Sie können mehr über dieses intelligente Leben im Universum erfahren. Denken Sie darüber nach. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.